Guten Morgen zu unserem Ermutiger heute am Freitag, den 8. Januar. Und auch von mir ein frohes und gesegnetes neues Jahr Ihnen allen. Wir singen heute das Lied Du bist mein Zufluchtsort. Zuflucht finden, das ist, glaube ich, auch im neuen Jahr wieder wichtig, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand. Schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort und vielleicht haben Sie ja das Gefühl, dass es im neuen Jahr genauso weitergeht wie im alten. Der Impfstoff ist zwar jetzt da, aber die Zahlen, sie gehen nicht nach unten. Es naht eine Verlängerung des Lockdowns und damit geht für viele die Unsicherheit weiter und die Frage, werde ich das überstehen? Und so ist unsere Tageslosung heute eine echte Ermutigung für uns. Sie steht im Psalm 62, Vers 7. Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Dieser Psalm erstammt wieder von David. Als David diesen Psalm schreibt, muss er sich gerade vor seinem eigenen Sohn verstecken. Ja, Sie haben richtig gehört. Der hatte nämlich eine Intrige geplant, um seinen Vater von seinem Thron zu stoßen und ihn zu töten. Und David blieb erstmal nichts anderes übrig, als wegzulaufen, zu fliehen. Auf der Flucht vor seinem Sohn schreibt er diesen Vers. Also wenn die eigene Familie sich gegen einen wendet, da kann man schon mal ins Wanken kommen. Doch David besinnt sich wie so oft auf Gott und das finde ich unglaublich gut an ihm. Er hat dieses Urvertrauen, das ich mir auch manchmal so sehr wünsche in Zeiten des Sturms. David weiß, dass Gott viel größer und mächtiger ist als alle Menschen auf der Erde, auch sein eigener Sohn. Er vertraut darauf, dass Gott sein Fels, sein Schutz ist und dass Gott auch diese für ihn erstmal ausweglose Situation irgendwie klären wird. Und dieses Vertrauen bringt ihn schließlich auch zurück auf den Thron. Wie sieht es denn mit unserem Vertrauen zu Gott aus? Wohin oder wo oder vor wem oder vor was flüchtest du denn gerade? In deine Wohnung, in dein Haus? Hast du dich irgendwie verbarrikadiert? Hast du Angst? Hast du Depressionen? Flüchtest du dich in vielem Essen, in Alkohol, vielleicht auch in Verschwörungstheorien über Corona, weil du nicht weiter weißt? Auch ich musste mir diese Frage öfter stellen dieses Jahr, denn auch ich hatte so irgendwie das Gefühl, ich muss mich zurückziehen in meine Wohnung und habe mich so ein bisschen in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Und am Ende des Jahres ziehe ich immer so ein bisschen Bilanz und da habe ich mir auch gedacht, wie kommt das? Aber das hat Corona auch mit einem gemacht. Man hat sich automatisch ein Stück von den anderen zurückgezogen, leider. Aber David,
der hat sein ganzes Vertrauen darauf gesetzt, dass Gott der Fels ist, dass Gott seine Hilfe und sein Schutz ist. Und auch wenn der Sturm um uns tobt, der Corona-Sturm, die Brandung hohe Wellen schlägt, es gibt einen Fels in der Brandung und der heißt Gott. Alles andere wird uns letztendlich nicht helfen. Wenn wir darauf vertrauen, dann können wir uns sicher fühlen. In Zeiten der Angst, in Zeiten des Lockdowns und auch in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht. Und dann schaffen wir das auch, so wie es dann im Lehrtext steht, in Hebräer 12, Vers 12 bis 13, die Schritte wieder, sichere Schritte zu machen. Da steht nämlich, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen. Statt wankende Knie möchte ich mal wackelige Knie sagen. Habt ihr schon mal wackelige Knie gehabt? Also ich sehr oft, denn ich habe Höhenangst. Und mein Mann und ich, wir besichtigen gerne Kirchen und manche bieten es ja an, dass man auf den Kirchturm hinaufgehen kann. Und meistens stehe ich da eng gepresst an der Wand, mit in der Nähe zur Tür, wo die Treppe nach unten geht und gucke kurz runter und denke dann, okay, das war's. Und bei jedem Knarren zucke ich dann zusammen, weil ich denke, vielleicht bricht da der Kirchturm zusammen. Diese Angst ist einfach da. Und wenn ich aber bei Gott Schutz suche und Hilfe, dann ist es so, als würde Gott sagen, komm her, ich geleite dich sicher wieder runter, geh die wackelige Treppe hinunter, ich halte dich bei meiner Hand und er führt mich ganz langsam die Treppe wieder runter, bis ich am Schluss unten bin auf dem Boden und sichere meine Füße sicheren Boden spüren. Ich muss nur den ersten Schritt machen und das bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu sagen, ja, ich komme mit dir. Bist du heute dabei? Dann gehen wir zusammen diesen Schritt. Herr, das neue Jahr scheint wie das alte weiterzugehen. Auch im letzten Jahr wussten wir nicht genau, was kommt. Eigentlich wächst unsere Unsicherheit von Tag zu Tag. Wir setzen unsere Hoffnung oft auf Menschen, auf Virologen, auf den Impfstoff, manche auf Verschwörungstheorien. Dabei möchtest du uns doch jeden Tag neu zeigen, dass du viel mehr Hilfe und Schutz bieten kannst als alle Menschen dieser Erde. Du möchtest unser Fels in der Brandung sein, wenn alles um uns herum wegbricht, wie jetzt in Corona-Zeiten. Du möchtest unsere Hilfe sein. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, deine Hand zu nehmen und dich um Hilfe zu bitten. Hilf uns, Herr. Lass uns diese Krise gut überstehen. Gib uns und unseren Familien Schutz. Führe du uns wieder auf sicheren Grund, dass unsere Knie nicht mehr wanken. Gemeinsam möchten wir dir vertrauen und losgehen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht gesegnet in die zweite Januarwoche mit dem Fels in der Brandung, nämlich Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Angst befällt, traue ich auf dich.
dich trage.